Und der Garage. Zügig, Sechs. Komm schon. Wir haben noch mehr Ziele. Ich bring dich um. Okay, und damit recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play Halo Reach, die Master Chief Edition unter Linux mit Proton und die XVK. Ja, in der letzten Folge wurden wir beauftragt, die Schwertbasis, also diese hier, zu zerstören. Oder wie der Leveltext sagt, vielleicht auch noch nicht. So, ja, genau, ansonsten ist nicht so viel passiert. Ja, das hat ja fast funktioniert. Nur nicht sterben. Sterben wird nämlich leider neu laden und neu laden bedeutet, dass zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich wieder das Audioaufnahmeding abspielt hier, Alter. Was ist hier los? Ja, unpraktisch. Mit einer leeren Waffe ist das wirklich sehr unpraktisch. Wo haben wir denn hier noch welche? Das dann nehme ich gerne mit und das dann nehme ich gerne mit. Da macht sich noch gut hierfür. So. Oh. Granate umsonst rausgefeuert. Naja. Passiert. So, also erstmal die Schwertbasis sich zurückerobern. Ist ja schlimm. Okay, so gibt es hier noch irgendwie ein paar Waffen, die ich gebrauchen kann. Ja, diese hier. Wir müssen durch die Wartung. Der Fahrstuhl geht nicht. Wir haben Glück, dass überhaupt noch was funktioniert. Ja, so wie das Ding aussieht, gebe ich ihm sogar recht. Hat der noch irgendwie Waffe? Nee, hat der keine Waffe dabei. So, ja, der Fahrstuhl geht nicht. Genau, wir müssen außen rum. Also hier, oh, eine Waffe, eine Schrotflinte. Nehmen wir doch mal eine Schrotflinte mit, warum nicht? Und eine Ratte. So, sprinten oder Schild? Ah, ich hatte Sprinten schon drin. Ja, mit der Schrotflinte auf die Entfernung ist wahrscheinlich nicht die smarteste Idee. Was machen wir jetzt hier? Oh, ich habe so ein Hologramm-Ding aufgehoben. Das war nicht meine Absicht. Das wollte ich nämlich eigentlich. Ich war nicht gerade komplett irritiert, was das ist. Naja, ich wollte gerade sagen, scheiße, wo war nochmal ein Nahangriff, aber da habe ich jetzt den richtigen gefunden. Okay, Jetpack haben wir keinen. So. Hä? Hat er erwischt? Ah, da oben ist noch einer. Shit, 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 shit. Ich sterbe. Shit, 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 ich brauch dringend was wie ein Medikit oder sowas. Ja, gesichert. Uns geht's nämlich echt nicht gut. Das ist unpraktisch. Oh, Granaten sind gut, damit kann ich mich selbst in die Luft jagen. Das sind Medikits? Am besten jetzt noch runterfallen oder so eine Heldenaktion, Alter. Das sehe mir mal wieder ähnlich. Oh, hey, Medikit. Kurz vorher krepiert. Easy. Das ist meine Kompetenz. Oh. Leider alles voll. Naja, gehe ich jetzt noch hier ein bisschen mit in die Range wieder rein. Besonders wenn wir so unglaublich viel Leben haben. Oh, hier, Heatpack. Das habe ich gesucht. Wobei, hier könnte wieder Nahkampf sein in engen Gängen. Warum leuchten diese Türen so mega hell? Ist das normal? Sollen die das? Das ist einfach ein Shader-Bug. Hier geht's wieder einigermaßen. So, hier ist noch ein Heal.
Aber ich befürchte, hier gibt es noch gleich auf die Fresse, so wie das aussieht. So, ja, die Allianz ist ja hier, weil sie immer noch irgendwelche Forschungsdaten und Relikte sucht zu irgendwelchen Artefakten, die sie gerne hätten. Gehen Sie zu den festgelegten Koordinaten. Kryptisch. Ich weiß nicht mehr als Sie, Noble 4. Flinte? Hier, Maschinengewehre und Pistolen. Gut. Dann gehen wir zu den vorgegebenen Koordinaten. Ist klar. Sie nähern sich den Koordinaten. Wir sind, schon da. Unsere Buddies. Unsichtbaren Mistviecher hier. Oh, Schrotflinte. Uiuiuiui. So, wo sind wir denn hier? Okay. Ich sage, jetzt mache ich die mal kaputt, bevor es gefährlich wird. Ich weiß nicht genau, was es tut. So. Ah, hier ist noch einer. Boah, du Schitte. Gut, dann gehen wir in den Nahkampf. Hier. Oh, fuck, das ist ein Goldener. Alter, voll der Killklau. Das habe ich genau gesehen. So. Ja, wir haben nicht mal groß Damage gefressen. Ein bisschen das hat das Schild angekratzt, jo. Was ist in der besten, in den besten Familien? Wer schreibt mir denn jetzt? Lasst mich doch in Ruhe. So, bis zum Ausschalten. Danke. Ich muss kurz meine Desktop-Benachrichtigungen ausmachen. Weil ich habe die glorreichen Joker, dass alles, was auf meinem Handy passiert, auf meinem PC angezeigt wird. Ist ganz praktisch und ich habe mir was aufnehmen möchte. Achso, ja, eh gedrückt halten, das kriege ich irgendwie nie auf die Reihe. Sie kamen wohl nicht mehr raus. Oder sie wollten die Stellung halten. Sie saßen fest, sage ich. Hier ist nichts. Nicht mal Stützpfeiler. Sir, wenn wir alles hochjagen, dann lieber nicht von hier aus. Dort, Vektor prüfen. Vektor bestätigt, Commander. Wir sind genau, wo der MND uns hin. Verzeihung. Koordinaten korrigiert. Bestätigt. Korrigiert? Von einer unbekannten KI mit weit höherer Freigabe, als ich sie habe. Cortana! Wir sollen 1,5 Kilometer nach Osten und 2000 Fuß nach unten. Ich hab keine Schaufel mit. Commander. Sir, wir sollten ohne KI weitermachen. Die Koordinaten sind offensichtlich Schrott und je länger wir... Was ist das dort? Der neue Kurs, Commander. Okay, weiter geht's. Was ist da unten? Hat dein neuer KI-Kumpel noch was gesagt dort? Dort. Sie erwartet sie. Großartig. Verzeihen Sie die unüblichen Sicherheitsmaßnahmen, Commander, aber sie waren nötig. Dr. Halsey, laut Verlustmeldungen sind Sie... Naja, wie heißt es doch? Die Todesmeldung war übertrieben.
Ich wünschte nur, das träfe auch auf den Rest des Noble-Teams zu. Wir auch, Ma'am. Sie werden sicher gern hören, dass das Datenmodul, das Noble 2 in Wiesegrad fand, genau enthält, was mein Forscher versprochen hat. Eine Schlüsselentdeckung. Die Geheimnisse dieser Ausgrabung sind endlich aufgedeckt. Ich verstehe nicht ganz. Ihr Befehl war nur ein Vorwand, um sie herzubringen. Er ist aufgehoben. Noble Team, Sie sollen diese Daten an einen sicheren Ort bringen. Doktor, wir sollen alle sensiblen Daten zerstören. Darum werden sich andere kümmern. Diese neue Anweisung muss ich bestätigen lassen. Colonel Holland wird gebrieft. Sie gehören jetzt zum MND. Dies ist ein Artefakt unbekannter Herkunft. Weder menschlich, noch von der Allianz. Es geht über unser Verstehen hinaus. Bis jetzt. Dank Noble 2 sind die Daten fast vollständig entschlüsselt. Das ist aber nicht der Halo-Ring, oder? Was wir hier auch tun. Wir sollten uns beeilen. Halten Sie Ihre Daten bereit, Ma'am. Wir kommen. Sie sind noch nicht ganz entschlüsselt. Sie verstehen wohl nicht. Die Zeit wird knapp. Wenn wir es nicht gleich mitnehmen können, wird es vergraben. Diese Daten sind die beste Überlebenschance für die Menschheit. Commander, Sie fragen sich, wofür Ihre Spartans gestorben sind? Hierfür. Bitte schlagen Sie möglichst viel Zeit raus. Suchen wir Halseys Labor. Los! Commander, wobei, für den Halo-Ring ist es viel zu klein. Verteidigungsposition. Der MND erwartet Besuch. Den bekommt er auch. Doktor, der Feind nähert sich. Spartans, die Allianz darf keinesfalls in mein Labor gelangen. Verstanden. Okay, das klingt anstrengend. Wie wäre es, wenn wir einfach hier die ganzen Brücken wegsprengen? Team, schalten Sie die 4 Abwehrgeschütze für die Verteidigung des Labors ein. Und zwar schnell. Okay, schaffen. Nehmen die Geschütze zu viel Schaden, setzen sie zum Wiederaufladen aus und müssen dann reaktiviert werden. Noble 6, aktiviere das Geschütz, um Grenzen abzustecken. Gut, Geschütze aktivieren. Das wird lustig. Schauen wir, wie lange die ganze Aktion geht. Da landen schon die Allianzviecher. Ein bisschen Tower-Defense gefällig, alles klar. Ist mir egal, nicht Zeit verschwenden. Den Jungen hier aktivieren. Sie landen auf der anderen Seite der Brücke. Ich brauche mehr Zeit. Tun Sie, was nötig ist. Ja. Erstmal die Geschütze aktivieren. BAC, die habe ich jetzt bereit vorher aktiviert, die Viecher. So. Ja, das ist klar, da oben sind die Viecher. Ich gehe mal zu meinen Dudes zurück. Eieieiei. Ja, bleib halt einfach stehen, wenn du von einem Banshee angeballert wirst, Junge. Verstanden, gesichert. Wie sind die eigentlich reingeflogen gekommen? Oh, Munition. Okay. Für die Banshees lasse ich die Dinger mal. Oh ja, das gefällt mir. Das sind andere Banshees, waren noch zwei. Ich glaube, das macht dem Ding nicht so viel. Okay, Granaten. Keine gute Idee, aus der Deckung zu gehen. Nein, gar keine gute Idee.
Bleiben hier, gönnen uns das da. Oh, ist keine Munition mehr, unpraktisch. Die Geschütze nicht in der besten Verfassung. Schöner Wurf. Nur nicht von den Banshee-Trümmern erschlagen lassen oder so ein Witz. Komm schon her, komm. Trau dich. Okay. Munition hier noch irgendwo? Sieht vollständig aus. Ich glaube, ich nehme immer so Fernschusswaffen hier, die Schrotflinten. Diese guten Jungs hier hätte ich gerne. Die sind auf die Entfernung einfach besser, diese Waffen. Moment, Spartans, bin gleich soweit. Okay, nur kein Stress. Wir haben ja alles total unter Kontrolle. Ist der Banshee eigentlich jetzt erwischt oder lebt er noch? Vielleicht können wir mit einem Banshee auf sie losgehen. Soll ich mir jetzt einen Banshee klauen oder was? Hier kommt auf Ideen. Ich bin froh, wenn die Viecher weg, wenn die Dinger kaputt sind. Oh, das wird nichts. Schön besser. Einfach hier unter der Abdeckung bleiben, dann passiert einem auch nichts. Wir sind alle unter schwerem Beschuss, Digga. Das ist der einzige. Mit Jetpacks auch noch. Renn mir halt voll durch die Linse, Junge. Was ist er denn? Muss er hier vorne bleiben, bevor die dann sich drauf hintermogeln. Nur nicht umziehen gelassen ist hier die Devise. Tot? Okay, hier gibt's ein paar Buggies. So, Munition. Sag ich, hoffe, da sind noch ein paar. Gut aus. Geschütze sind noch alle online. Oh fuck! Eine Munition. Wo waren denn die Raketenwerfer? Jetpack zu wechseln, auch nicht schlecht. Ich will gar keine Jetpack, ich will eigentlich gerade einen Raketenwerfer haben. Das Paket ist gleich fertig. Einen Moment. Gibt's nicht. Dann eben Schrotflinten für den Nahkampf. Was hat er da eigentlich auf einen? Ist irgendwo ein Panzer? Der Allianz!
zur Verteidigung bereit machen. Ach, ich gehe besser nicht dahin. Halte ich für eine schlechte Idee, für eine ganz, ganz schlechte Idee. Oh, fuck. Ich hoffe, da gab es zwischendrin wohl ein Checkpoint. Okay. Ja, sieht gut aus. Gut, dass es jetzt kein Dings mehr gibt, Wer erledigt? Ja. Gut gemacht, Spartans. Ich öffne die Labortür. Ah, oh, wow, das hätte ich eigentlich nur ein paar Sekunden noch überleben müssen. So, Munition noch kurz nachtanken. Just for the case. Die Tür ist offen, Noble 6. Ab zum Labor. Okay. Komm schon. Doch, aktivieren muss ich es auch erst noch hier. Ah, wow, Zwischensequenz. Das war ja weniger krass, als ich gedacht hätte. Oder erwartet. Aber wie sollen wir die Daten da sicher rausbringen, wenn die Allianz vor der Tür stehen? Was ist das, Alter? Sexy. Oder ist das Cortana? Also nicht die von Windows 10, sondern die richtige. Was ist das für ein Zeug? Wissen. Ein Geburtsrecht einer alten Zivilisation. Diese KI ist sein Hüter. Und sie hat sie als ihre Träger gewählt. Gewählt? Von einer KI? Ja, von dieser. Ihre Einschätzung von ihnen ist meiner mindestens gleichwertig. Sie müssen sie zur UNSC-Abwrackwerft in Assault schaffen. Ein Kreuzer der Halcyon-Klasse wird dann mit ihr den Planeten verlassen. Verstanden. Wirklich? Die Menschheit hat keine Chance. Kommt es zum Fall von Reach, und das wird es, ist unsere Vernichtung gewiss. Es sei denn, dieses Artefakt birgt eine Abwehr gegen die Allianz, die das Blatt wenden kann. Vergleichbar mit der Bedeutung des Spitzgeschosses im 19. oder der Überlichtgeschwindigkeit im 23. Jahrhundert. Und was, wenn nicht? Das müssten wir uns fragen, wenn es noch eine andere Hoffnung gäbe. Aber dem ist nicht so. Hier, Lieutenant. Sie hat sie gewählt. Yay! Haben Sie ihn? Ja. Den ganzen Satz, bitte. Ich hab ihn. Wie sind Sie wieder rausgekommen? Oder ist es ein Hinterausgang gewesen? Dr. Halsey, Noble 3 begleitet Sie zur Burgbasis. Das ist nicht nötig, Commander. June, sorg dafür, dass der Feind leer ausgeht. Ich tue, was nötig ist, Sir. Viel Glück. Dir auch, Scharfschütze. Weil das Ding so auf dem Rücken platziert, sollen wir einfach jeder draufballern kann, das ist halt mega intelligent. In welche Richtung dort? 3 Kilometer nach Norden. Dann rechts Richtung 050. Das führt mich zu... Den Abwrackwerfen in Azoth, der letzte außerplanetarische Abzugsort des Kontinents. Viele Konvois werden unterwegs durch kleine Luftangriffe beschädigt. Eine Allianzflotte eilt ebenfalls dorthin.
Der UNSC-Kreuzer Pillar of Autumn erwartet Ihre Ankunft. Es wäre keine Noble-Mission, wenn es leicht wäre. Pillar of Autumn, das ist das Ding aus dem allerersten Teil, was abstürzt. Unpraktisch. Und da haben wir es erstmal versenkt. Ja, dann wissen wir ja dann, wie es zu den Ereignissen vom ersten Teil gekommen ist, warum wir plötzlich mit Cortana dann geflüchten mussten von der UNSC. So kann's gehen, meine lieben Leute, so kann's gehen. Noble 1, sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Noble 1, bitte antworten. Mach die Tür doch einfach zu, Digga. Sierra 259, das ist alarmierend. Weiß nicht, wie lange sie noch hält. Der Himmel ist sowieso zu voll. Ich bring dich runter, Spartan. Sir, Sie... Ich will nicht hören. Bring das Paket zu Autumn. Okay. Noch nicht, Liz. Emil, folge ihm. Es geht am Boden weiter. War mir eine Ehre, Sir. Ebenso. Ich lenke sie so lange wie möglich ab. Sechs. Die KI wählte dich. Die richtige Wahl. Ich meine, diese Heldenabgangsreden von den Chiefs. Auf mein Zeichen. Los! Diese Anzüge müssen unglaublich stabil sein, Alter. Ich meine, der ist mir schon aus dem Orbit gefallen und ist auch noch aus dem vollen Flug da. Und aus dem Orbit zu fallen ist wahrscheinlich problematischer als das jetzt gewesen, aber trotzdem. Was sind das für Anzüge? So, es tut mir leid, diese wunderschöne epische Musik zu unterbrechen, aber wir sind leider am Ende dieser Folge angekommen. Deswegen vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.